dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Alles klar, der Countdown läuft. Die Folge 15 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus und Sprachkritik. Die Nummer 83 wartet auf eine Besprechung. Gustav Gerber im Anschluss an die Folge 14 ein weiteres Mal. Mit dem Zitat: Durch die Kunsteinheit der Sprache erzeugt sich die Einheit der Systeme. Nun ist der Begriff Einheit ein unabdingbares Element in der Definition des Systembegriffs. Systematisierung ist eine Erscheinungsform der Verallgemeinerung, methodisches Vorgehen, und dementsprechend wird das System auch System genannt. Das System ist ein System der Allgemeinheit, der Verallgemeinerung, der Nivellierung des Individuellen notwendigerweise, um überhaupt einen Nutzen zu erzielen, muss abstrahiert werden vom möglichen Reichtum an Merkmalen, die wahrgenommen werden könnten, so das Auge eine entsprechende Schulung hinter sich hat, das Ohr eine entsprechende Schulung, der Geschmackssinn eine entsprechende Schulung genossen hat, dann ist es auch möglich, wie ein Weinkenner einen fruchtigen Abgang zu formulieren und dergleichen Scherze. Einheiten sind die Bausteine, Module, möchte man sprechen, aus denen die Strukturen, die Systeme, die Ordnungen gemacht sind, und los geht der ganze Prozess, der dann in solchen Systemen endet bei der Begriffsbildung. Das ist die erste Einheit, die Abgrenzung alles Möglichen gegen einen Gegenstand, beziehungsweise der Gegenstand entsteht als Form, wird als Form durch die Abgrenzung gegen seine Umgebung erkannt, definiert, gesehen, und hier haben wir den Prozess, den ursprünglichen Prozess, möchte ich mal sagen, der dann in seinem weiteren Verlauf, in seinen weiteren Konsequenzen zu all dem führt, dass wir jetzt, mit dem wir es jetzt hier zu tun haben. Es geht immer darum, Einheiten zu produzieren. Einheiten werden abgerechnet. Und diese Einheiten sind intendiert. Es besteht ein Wille zur Einheit, der ein Wille zur Macht ist. Und wenn wir jetzt den Willen durch Interesse ersetzen, dann haben wir es mit handfesten Machtinteressen zu tun, die legitimiert werden müssen, um eine
ethische, moralische Ordnung zu gewährleisten, in denen ein Ausgleich stattfindet gegenüber einseitigen Entwicklungen, Ungerechtigkeiten oder auch Unfreiheiten, klassischen Ideale, die Regulierung von Machtinteressen. Und diese Machtinteressen auch im sprachlichen, kommunikativen Bereich zu erörtern, da wird viel zu wenig getan, was an Manipulationen läuft, weil ja sehr viel oder vielleicht sogar das meiste mit objektiven Erklärungen abgedeckt wird und gar keine Notwendigkeit besteht, irgendetwas auf seine Legitimität hin zu überprüfen. Aber da ist noch nicht aller Tage Abend. Es geht weiter mit einem etwas längeren Zitat aus einem Werk, für das zwei Autoren, Max Brod und Felix Welsch, verantwortlich sind, Anschauung und Begriff, aus der Abteilung, was man so wahrnimmt und gerne wahrnehmen würde. Nummer 84, die ursprüngliche Anschauung kann nur schwer, vielleicht gar nicht beobachtet werden, sofern man das Wort ursprünglich im strengsten Sinn nimmt. Denn in dem Zeitpunkt, in dem das Seelenleben einer direkten Beschreibung durch Introspektion zugänglich wird, sind schon längst hohe Begriffe ausgebildet. Ja, diese Selbstbeobachtung vollzieht sich vielleicht schon mittels gewisser Begriffe oder gar nur in Begriffen, so dass dann die Vermutung, die schon fertigen Begriffe hätten auf das ursprüngliche anschauliche Material eingewirkt, nicht mehr abgewiesen werden kann. Auch dann nicht, wenn sich eine solche Einwirkung der unmittelbaren Beobachtung entzieht. Es spricht alles gegen eine Objektivität und eine unmittelbare, unvermittelte Realität. Ganz im Gegenteil, zu glauben, eine direkte Beschreibung des Seelenlebens könnte durch Selbstbeobachtung stattfinden, ist immer von Begriffen abhängig, die dann auf die Wahrnehmung einwirken, ist nur diese Merkmale wahrgenommen werden, für die auch ein begriffliches Korrelat zur Verfügung steht. Vielleicht nicht so extrem, dass es nicht wahrgenommen wird, aber zumindest die Wahrnehmung beeinflusst und lenkt, indem Assoziationen, begriffliche Assoziationen stattfinden während dieses Wahrnehmungsprozesses, ist vielleicht noch interessanter, wenn man das Ganze aus einem psychologischen Standpunkt her sieht, das eigene Wollen, Fühlen, Denken reflektiert, das Fühlen, Wollen anderer reflektiert und bisweilen dabei spekulativ entgleist und sich der so beschriebene in keinster Weise wiederfindet. Auf alle Fälle war schon bei den alten Griechen, wurde immer wieder darauf hingewiesen, die Wahrnehmung vom Wissen zu unterscheiden, von den Epistemen, das sinnlich Wahrgenommene,
und nicht etikettenhaft identifizieren, ohne diese Unterscheidung, dass zumindest versucht wird, ohne das Vorurteil der Begriffe seine Aufmerksamkeit zu richten oder sich zumindest bewusst zu sein, dass es nichts schadet, seine Begriffsbildung etwas zu reflektieren und nicht mit der erstbesten Assoziation da seinen Vorstellungen freien Lauf zu lassen. Was ja sowieso in der Regel geschieht, wird sehr viel auch aus den Erinnerungen her beeinflusst, die Art und Weise, wie etwas betrachtet wird. Also von Objektivität weit und breit keine Spur, wieder einmal, so dass die subjektive Begriffsbildung alles ist, was wir haben, sage ich jetzt mal so. Wir kommen zum Wittgenstein, Traktatus 4014, glaubt Wittgenstein, anders als Mautner, an eine Beziehung zwischen der Struktur der Wirklichkeit und der Struktur der Sprache. Mautner dagegen leugnet jede Beziehung zwischen Sprachstruktur und Wirklichkeitsstruktur. Jetzt mal von dem Strukturbegriff abgesehen, der ja auch eine Erfindung ist, zum Zwecke, der dann alles Mögliche strukturell habhaft zu haben. Es ist immer die Frage, was so eine Struktur, woraus die bestehen soll. Es ist im Grunde genommen keine andere Abstraktion als Obst. Ist nicht Existenz als solche, sondern wird repräsentiert und dann durch was, ist die Frage. Wittgenstein hat auf alle Fälle im Traktatus noch an eine Möglichkeit der Abbildung von Wirklichkeit durch Sprache geglaubt. Und da wäre eine Beziehung, wäre da schon eine Relativierung dieses dieser Abbildtheorie. Und Mautner leugnet diese Beziehung, also Inkommensurabilität zwischen Wort und Sache, unüberbrückbare Kluft, wie es schon bei Rickert geheißen hat, von einer Sprachstruktur zu sprechen, ist dahingehend gerechtfertigt, dass man eben die Grammatik als regelhafte Ordnung bezeichnen könnte. Und wenn jetzt die Wirklichkeit eine Struktur haben sollte, dann wäre das auch eine regelhafte Ordnung in Form von Naturgesetzen, die aber auch wie jede Allgemeinheit viel mehr auf Glauben beruhen, an diese Regelmäßigkeit, empirische Regelmäßigkeit. Also die Hume'sche Skepsis in Bezug auf die Kausalität, die ist bis auf den heutigen Tag dieser Skeptizismus noch nicht entkräftet, der ja eigentlich kein, weshalb da von Skeptizismus die Rede ist, das frage ich mich sowieso, weil es sich ja zumindest für meine Begriffe um eine belegbare oder belastbare, so heißt es heutzutage, belastbare Aussage handelt.
dass es kein objektives Wissen gibt in einem negativen Sinn. Also Ausschlussmethode sagt zwar nichts positiv aus und ist jetzt, würde ich jetzt nicht eine, also ich würde schon behaupten, dass hier die Voraussetzungen für eine der besten Verallgemeinerungen überhaupt gegeben sind. Aber da eine solche Aussage sowieso witzlos ist, solange niemand diese Erkenntnisschritte nachvollziehen kann, dass Allgemeingültigkeit und Objektivität von Realität in keinster Weise bewiesen ist, macht es auch keinen Sinn, das zu verallgemeinern, da diese Verallgemeinerungen, wenn sie sinnvoll sein sollen, entweder einen ökonomischen praktischen Nutzen haben im Sinne von Automation oder eben im Sinne von moralischer Ordnung, dass der Wille, ein Mehrheitswille, für bestimmte Prinzipien eingesetzt, sich einsetzt und dann auch ein Gewaltmonopol legitimiert wird. Aber das ist eben die eine Allgemeinheit, eine solche, eine logische, die abzulehnen ist, und die andere eine ethische, auf ethischem Gebiet zu klärende Angelegenheit. Es geht weiter, nochmal, Brot Welch. Man fasse nur für eine Weile vor eine Landschaft tretend den Entschluss, keine sogenannte Brücke, keinen sogenannten blauen Himmel, keinen Fluss, keine Häuser, nicht daran zu denken, wie diese Dinge genannt werden, auch nicht, wozu sie dienen, wie sie sich aus der Nähe betrachtet ausnehmen und Ähnliches. Wenn man also wirklich für einen Moment diese begriffslose Anschauung erleben wollte, wozu erforderlich ist, dass der Beobachter und der Betrachter auf das sich einmalig und gegenwärtig Darbietende eingeschränkt bleibt, ohne es durch eine Verknüpfung mit früheren Erlebnissen auch nur im geringsten deuten zu wollen. Der bloße Entschluss kann diese vorbegriffliche Anschauung nicht zustande bringen. Denn da bleibt es eben immer fraglich, ob er auch die Kraft hat, sämtliche von früheren Erfahrungen an der sinnlichen Anschaulichkeit vorgenommenen Modifikationen jemals wieder rückgängig zu machen. Also man stelle sich vor, eine Landschaft ohne blauen Himmel, keinen Fluss, keine Häuser zu sehen, nicht daran zu denken, wie diese Dinge genannt werden und Ähnliches. Diese begriffslose Anschauung zu erleben. Und man wird merken, wie schwer das ist, beziehungsweise bisher die Begriffe auf die Wahrnehmung einwirken. Die Nummer 87. Ich habe gerade nachgedacht, ob ich da ein Beispiel geben kann, was diese Erfahrung verdeutlicht.
am ehesten eine solche, wo einem einfach die Worte fehlen in einer bestimmten Situation. Man streitet mit einem Lebenspartner und hat dann quasi so eine Art Schicksalserlebnis, dass man sein Gegenüber plötzlich auf eine noch nie gekannte Art und Weise kennenlernt, sodass einem für einen Moment die Luft wegbleibt und man vergeblich nach Worten sucht. Das wäre im Grunde genommen der Zustand, vielleicht auch, wenn man versuchen wollte, sich in die früheste Kindheit zurückzuversetzen, als man ist freilich müßig, aber jetzt nur mal als Gedankenexperiment, als man noch über keine Begriffe verfügte und noch nicht der Sprache mächtig war und so der Welt gegenüber gelegen ist, weil man da noch nicht laufen konnte. Mit dieser Anschauung ist auch, wird das griechische Theoria, wird auch gern mit einem Schauen umschrieben. Ein solches Schauen müsste man sich dann auch als begrifflose Anschauung, als quasi höchste Form der Weisheit, dieses begriffslose Schauen, ein Zustand, in dem die Mystiker dann mit einer Vereinigung mit Gott schwätzen. Aber jetzt geht's weiter mit der 87. Ich muss mal eben, es sind noch 5 Minuten in dieser Runde, Folge 15, das heißt 7,5 Stunden Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik als Unterhaltungsprogramm auf YouTube und demnächst auch als Podcast. Langweiligen Autofahrt von Berlin nach München. Kommt ungefähr hin und zurück, fast fährt man 4 Stunden. Wo waren wir stehen geblieben? Brot, Welch, noch einmal. Wir haben es recht, eigentlich der Stumpfheit unserer Sinne zu verdanken, dass die Welt von Anfang an nicht in ein vibrierendes, anknüpfungsloses, allzu buntes Chaos zerstäubt, sondern sich vermöge einer nur scheinbaren, dem großen Blick vorgetäuschten Gleichheit einzelner Teile durch die Hervorhebung dieser Teile zu ordnen beginnt. Also dieser ordnende Blick des Erwachsenen, des seiner Sprache, der die Sprache schon gelernt hat, im Gegensatz zu einer Seele, die über keine Begriffe verfügt, nicht über im Begriff des Vibrierens und auch keine Anknüpfung, die Verbindung, die gedankliche Verbindung ist ja schon ein gedanklicher Reflexionsprozess, sind ja schon die Abstraktionen mit im Spiel und Brot, Welch halten die Sinne für stumpf. Und wenn man jetzt den Vergleich zieht mit der Nase des Hundes oder dem Blick eines Adlers, dem sprichwörtlichen Adlerblick, dann gibt es da
viel deutlichere Eindrücke, aber es ist eben auch müßig, da einen Vergleich herzustellen zu allem anderen, was nicht dem menschlichen Sinnesapparat entspricht, der so allgemein gesagt zumindest was das Bewusstsein angeht, sich deutlich von dem anderer Lebewesen unterscheidet, da einen Vergleich herzustellen, weil wir nun eben nichts anderes, nichts Besseres zur Verfügung haben. Aber die Wahrnehmung lässt sich auch schulen, da ist noch jede Menge Luft nach oben. Jetzt was den Geschmack betrifft, was einen Koch angeht oder die Riechkunst bei einem Parfümeur, heißt es so? Parfümisten. Oder das Auge schulen, wie das etwa bei einem Maler, einem geübten Maler der Fall ist, der die Schatten sehr wohl zu differenzieren weiß, wenn er irgendwo seinen Blick schweifen lässt, praktisch nur die Schatten sieht und nichts anderes mehr, die Aufmerksamkeit zu konzentrieren. Es ist eine Kunst, sich überhaupt für etwas umfassender zu interessieren, als nur alles Mögliche ganz oberflächlich zu streifen. Aber so ist das nun mal. Die Nummer 88 wird, nehme ich mal an, ja, die Zeit ist schon abgelaufen, habe aber ein Nichts, bin nicht verständigt worden, werde jetzt kein neues Fass mehr aufmachen. Bloß mal die Markierung für das nächste Mal. Gustav Gerber in der Abteilung Bewusstsein schaffen für Abstraktionen. Und dann sind wir hier schon im Nominalismus. Wer sagt's denn? Gut, dann Peace, Friede, der Friede sei mit euch. Salam alaikum heißt das, glaube ich. Genau. Und out.